Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und willkommen zu Tag 7 vom Dschungelcamp. Ich bin gespannt, wie krass es heute eskaliert. Wir haben ja schon im Trailer beim letzten Mal gesehen, jo, das wird ordentlich schön rappeln und ich freue mich drauf. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, Stress war ja vorprogrammiert und allein die Bestrafung vom letzten Mal, dass alle ihre Luxusartikel abgeben mussten, wegen verschiedenen Regelbrüchen. Ja, das stößt übel auf und im Vordergrund steht mal wieder Julia, die gefühlt immer noch im Camp herumläuft und sagt, kann ich irgendwas teilen? Ich habe zwar keine Luxusartikel mehr, aber kann ich irgendwas teilen? Aber wie sie vorhin wieder geschlafen hat, zum Beispiel Georgina, genau, oder dieses Rauchen da teilen, das also ist schon Absicht. Boah, die geben einen Wir sagen denen, es kommen sogar noch Strafen und die denen ist das egal, die machen weiter. Geht nicht. Geht nicht und da bin ich auch 100% bei Elena, denn das Ding ist ja, wenn du es nicht verstanden hast beim ersten Mal, dann ist es völlig okay. Ich glaube, jeder hat da schon irgendwelche Regeln gebrochen. Das sagen ja auch die Leute, die sich über die anderen beschweren. Aber wenn du es absichtlich machst, wie gesehen bei Julia oder so mit den Zigarettenteilen und dich dann über die Gruppe stellst und sagst, ja, ist doch normal, also habt euch nicht so, ist mir doch völlig egal. Ja, das ist das große Problem und das zeigt, dass du charakterlich echt Probleme hast. Georgina ist unsere Schlafmütze hier, die pennt mittags einfach immer, wie Mittagsschlaf. Sie und Julia teilen sich auch immer Zigaretten oder Julia hat mit Gigi geteilt oder keine Ahnung. Ja. Auch Hanka, jeden Abend läuft diese Frau 7-mal alleine. Ich mach mir in die Hose. Ja, aber das muss man schon ein bisschen verstehen, denn sie führt Selbstgespräche. Wie kann sie Selbstgespräche führen, wenn irgendjemand mitkommt? Geht ja gar nicht. Aber auch dieser Punkt wird mir auf den Sack gehen, wenn du dann wieder so eine Hanka siehst, die da hochtrottet und sagt, ich muss auf die Toilette. Ja, dann nimm doch irgendeine Person mit. Ich meine, das sind halt die Regeln. Ich habe ihr schon 3-mal gesagt, Hanka, wohin gehst du? Nein, nicht. Und da frage ich mich manchmal bei den Leuten, machen die das extra, um in diese Opferrolle, wie man das so schön nennt, zu geraten, um dann zu sagen, oh mein Gott, ich werde gemobbt. Ich verhalte mich die ganze Zeit kacke und gegen die Gruppe und die Gruppe sagt dann was, aber ich werde gemobbt. Das finde ich, das ist doch dämlich. Hanka, nein, darfst du nicht. Hanka, das weißt du auch. Julia, das ist Regelbruch. Das durften wir auch nicht. Nein, darfst du nicht. Was darf man? Das haben wir dir schon vor 2 Tagen gesagt. Ja. Was denn? Das Feuer ist ein Regelverstoß. Ja, was denn? Was mache ich denn gerade? Das, was du da machst, sprich doch mal ein bisschen ruhiger. Sprich doch mal ein bisschen ruhiger. Aber was ist mit Hanka los? Sie geht mit dem Handtuch dahin. Und es wurde ihr anscheinend schon öfter gesagt, dass man über dem Lagerfeuer keine Sachen trocknen darf. Und dann steht sie da. Ganz gemütlich. Hört den Leuten zu. Du darfst es nicht, was du da gerade machst. Du darfst es. Was denn? Ja, was du da gerade machst, darfst du nicht. Was denn? Rede nicht so laut. Das ist ein Regelbruch. Natürlich. Das habe ich dir schon gestern gesagt, Hanka. Komm. Oh. Leckt mich alle am Arsch. Aber was hier tatsächlich gerade interessant war, dass Julia auch gegen Hanka austeilt, in Anführungszeichen. Und Hanka, die einzige Verbündete, ist von Julia. Ist schon interessant. Das heißt, eigentlich achtet die auch auf sowas überhaupt nicht, sondern gibt halt ihren Senf zu allen Themen dazu. Egal, ich hoffe, wir können uns jetzt alle mal ein bisschen beruhigen. Und das ist doch ein Fall für Kadalot, obwohl, sie ist Teamchefin und sie muss jetzt was verkünden. Und es sind jetzt auch keine brillanten und schönen News. Ja. Wenn die alle auf Toilette gehen und links ist noch ein Brett, wo die Toilettenpapiere sind. Ne? In Zukunft bitte die Toilettenpapiere nicht mehr Richtung Klobrille abstellen, sondern oben wieder zurück. Ne? Macht Sinn. Das Problem ist, sie haben einfach zu wenig Klopapier und wenn man es direkt anscheinend auf die Brille stellt oder was auch immer, kann es ins Klo fallen und das wäre ein bisschen blöd. Aber sie müssen noch weiter sparen, vor allem das Klopapier und da gibt es folgende Regel. Mit der Toilettenpapier in Zukunft nicht mehr die Rotze wegwischen. Nase putzen meinst du? Aber wer macht das denn? Ich mach das, aber ich kann doch nicht ins Waschbecken meine Rotze spucken. Also nee, aber also sollst du jetzt so machen? Ja, genau so. Nein, das ist aber nicht. Dass wir das Toilettenpapier sparen und das nicht dafür nehmen. Guter Einwand, es kommt immer darauf an, wie viel du davon nimmst. Wenn du jetzt wirklich den ganzen Tag daneben der Klopapierrolle stehst und die ganze Zeit heulst und schnupfst und was auch immer, ist es natürlich blöd, wenn man das Klopapier sparen muss. Außerdem lief ja gerade die Fußball-EM. Ich glaube, da weiß man perfekt, in welchem Winkel man vor der Brille stehen muss, um da was rauszurotzen. Ja, okay. Man merkt hier, die Maßnahmen sind schon hart. Wenn du dir noch nicht mal mehr die Nase schneuzen kannst, dann ist es schon ein bisschen problematisch. Gigi denkt sich, warum denn? Du hast doch Ärmel. Sie kann ja nicht so machen. Ja, geht das auch kann nicht. Sie schon.
Wir müssen mit 2 Rollen pro Tag hinkommen. Sonst müssen wir im Dschungel Blätter suchen, die schön sauber machen und neben die Toilette legen. Sonst haben wir irgendwann ein Problem. Also Klopapier sparen gehört jetzt zur obersten Regel, verkündet von Teamchefin Kadalot. Oder Kada Tui. Oder die rasende Reporterin Kada Kolumna. Habe ich von euch gelesen in den Kommentaren? Das mit Kada Kolumna fand ich gut. Dann habe ich eine Frage an dich, ja. Kada. Du bist vorhin aus der Toilette rausgekommen und hast in Toilettenpapier was eingebunden. Was war das? Okay, also die Regel wird gerade verkündet und jetzt muss jeder anscheinend nochmal gestehen, wann und wie viel Klopapier er benutzt hat. Also Julia Siegel ist das anscheinend aufgefallen und die hat sich seitdem ständig gefragt, was war da los? Und das ist wieder ein typisches Beispiel. Die muss überall ihren Senf dazugeben und manchmal wäre es ein bisschen besser, einfach das Schnäuzle zu halten. Scheinbar. Meine Binde war das. Es ist so peinlich, es ist so ein intimes Thema, das ich überhaupt das erwähnen muss. Und man hat es gerade im Blick von Kadalot gesehen, ihr ist es unangenehm, aber sie wird jetzt natürlich vor der Gruppe darauf angesprochen und muss ja jetzt mit irgendeiner Antwort um die Ecke kommen und dass sie dann so sagt, ja, das war meine benutzte Binde. Das ist ihr sichtlich unangenehm und schon irgendwie, also ich verstehe manchmal einfach nicht. Klar, sie wusste das jetzt nicht, sie wollte darauf irgendwie nur hinweisen. Aber Teamchefin, du benutzt ja selbst so viel Klopapier. Wofür hast du das benutzt? Willst du in der Nacht schneuzen? Gigi hätte was anderes mit so viel Klopapier in der Nacht wahrscheinlich gemacht. Aber im Endeffekt, what the hell? Beobachtest du mich, wie ich pinkeln gehe? Nein, das war ein Zufall. Das werde ich auch nicht mehr machen. Okay. Kada erzählt seit Tagen, dass sie in den Wechseljahren ist. Wenn man in den Wechseljahren ist, hat man das, was Frauen alle 28 Tage haben, nicht mehr. Und ich als belesener Mann habe mich diesem Thema gewidmet und ich kann euch sagen, es heißt dann anders, also doch, es können Blutungen entstehen und diese heißen dann nicht mehr Regelblutung, sondern Schmierblutung. Und ich finde, allein für dieses Wissen hätte ich eine Kooperation mit The Female Company verdient. Just saying. Wenn diese Information falsch ist und ich es falsch gelesen habe, dann korrigiert mich gerne unten, aber mich wundert es tatsächlich, dass Julia Siegel, die sich ja dann doch immer mit allem beschäftigt und ihren Senf dazu gibt, das nicht weiß. Doch, du wolltest... Jede Binde ist in einem kleinen Säckchen drin, wo man sie dann wieder reindreht. Nein, immer. Das war in einer Folie, wo man abzieht. Wie soll ich darauf kommen, dass sie ihre Tage hat, wenn sie seit 3 Jahren in den Wechseljahren ist? Das ist bei mir so. Ich muss mich dafür auch nicht entschuldigen oder rechtfertigen, Julia. Du gehst mir langsam richtig auf den Sack. Soll ich alles mal sagen, was du alles hier abziehst, Dinge reinschmuggelst? Ja, das ist Luxusartikel untereinander tauschen. Ja, und Kadalot 100%. Allein, dass sie das jetzt diskutieren muss, das ist der Punkt. Okay, sie hat es angesprochen, sie wusste es nicht, aber dass sie dann weiter darauf rumreitet und versucht, ihren Punkt, der dämlich ist, irgendwie ins Ziel zu bringen, das ist ja noch das größere Problem. Jetzt möchte sie erstens sagen, nee, du hast keine Blutung, weil du das erzählst mit den Wechseljahren. Diesen Punkt kann man widerlegen, falls ich das richtig gelesen habe. Dann aber noch zu sagen, nein, also mit den Binden ist das so. Okay, ich bin kein Experte dafür, aber es gibt sicherlich unterschiedliche Binden und ich stehe manchmal auch wie Julia Siegel vorm Bad und beobachte dann auch. Und ich glaube, es ist relativ normal, nicht, dass ich das beobachte, möchte ich jetzt nochmal kurz an der Stelle sagen, aber dass das einfach eingewickelt wird, wenn es eine Binde oder ein Tampon oder was auch immer ist und dann entsorgt wird. Ja. Und wir werden alle dafür jetzt bestraft, weil du baust. So sieht's mal die Sache aus. Entschuldigung, ich werde gerade wieder gemobbt. Ja, das ist das Ding. Ich vermute tatsächlich, in ihrem Kopf entsteht sowas und sie denkt dann, ich werde zu Claudia Obert dieser Staffel, denn bei Promis unter Palmen wurde sie wirklich gemobbt, was wirklich massiv war, weil Claudia Obert einfach nichts gemacht hat. Aber hier wird sie ja nicht müde, mit einem Benzinkanister neben dem Lagerfeuer zu stehen. Und sobald es ruhig um ihre Person wird, nimmt sie diesen Benzinkanister, schüttet rein und guckt dann nicht, das habe ich letztes Mal falsch gesagt, obwohl der Song mit It Wasn't Me gar nicht so schlecht war, aber sie guckt dann nicht so, oh, ups, ich kann nichts dafür, sondern... Der Himmel wird dunkel, Gewitter, Blitze. Wie kann man so unkollegial sein? Ich habe meine Binde versteckt. Ja, das hat was mit Respekt und Anstand zu tun. Das ist Fremdschämen. Nein, du kannst doch nicht vor allen Leuten die so vorführen. Wie kannst du das machen? Ja, siehst du doch, kann ich doch. Und ich finde es auch interessant, dass Mola hier die richtigen Worte findet und sagt, Julia,
Das kannst du nicht machen. Also sie darauf anzusprechen, okay, aber dann die ganze Zeit darauf rumzureiten, weil sie ihre Binde versteckt hat. Sie ist eine elegante Frau. Die kann man nicht zum Thema blutige Binde, wo hast du es hingesteckt, in der Tasche fragen. Das ist ein No-Go. Jeder hat eine andere Grenze. Sie ist in Wechseljahren, warum hat sie eine Binde? Eine Katastrophe. Und allein das, dass sie jetzt Kader als Lügnerin bezeichnen möchte, weil sie sagt, hä, die erzählt doch, sie ist in ihren Wechseljahren. Irgendwas stimmt da nicht. Guck mal, die Rechnung ist die folgende. Sie sagt, sie ist in den Wechseljahren. Sie verbindet damit, dass da keine Blutungen mehr entstehen. Und dann möchte sie sagen, ja, das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Wir sollten diese ganze Sache hinterfragen und Kader Loth noch weiter beobachten. Und ich meine, das ist auch schon tschüt. Ganz jetzt, ehrlich. Das hat wirklich was mit Respekt zu tun, dass ich meine Wette verstehe. Nee, das geht nicht. Nein, das. Das geht nicht. Das war wirklich, Julia, eigentlich nicht. Ich weiß, aber das ist, weißt du, ich muss gerne auch mit mir aufhören, auszurasten. Ich kämpfe mit mir jeden Tag. Ohne Witz, du machst das so gut, aber lass dich nicht auf so ein Niveau. Das bist nicht du, du bist der Queen. Nein, aber es musste ja mal auch gesagt werden. Das hast du jetzt gemacht. Und da haben wir wieder diesen Mutter- und Tochter-Moment, denn Kader und Elena sind auf jeden Fall schon in a way ein bisschen ähnlich, aber irgendwie halt auch gar nicht. Aber ich finde es sehr gut, dass alle so supportive zur Seite stehen. Natürlich spielt das den meisten auch hier in die Karten. Zum Beispiel von Dani Büchner haben wir eigentlich nie wieder was gehört. Die denkt sich, okay, meine Feindin im Camp ist eben Julia Siegel. Und jetzt bekommt die es von allen Seiten durch ihr Fehlverhalten. Nicht ohne Grund, das ist hier wichtig, immer mal zu sagen. Und ja, ich sag mal so, ich lehne mich zurück, ich genieße mein Popcorn und das wird hier schon werden. Du musst dich bei ihr entschuldigen, das ist das Thema. Nein, ich will auch kein Recht haben, ich kann nur sagen, was mein Gedankengang war. Und der ist ganz simpel gestrickt gewesen, sie packt sich die Taschentücher rein und die anderen dürfen nicht. Der ist ja falsch. Du wiederholst den 5-mal einen falschen Gedanken. Weil ich keinen bösen Gedanken hatte dabei. Aber du hast ihm wehgetan. Das ist der eigene Punkt, darüber redest du gar nicht. Oh mein Gott, und Mola hat Julia in allem Hops genommen, was eben ihr Verhalten angeht. Denn das ist genau das Ding. Julia redet sich immer ein, egal was sie macht, das ist jetzt meine Meinung, dass sie etwas richtig macht und dass sie ja nur helfen will. Auch mit dem Luxusartikel, da ging es ja darum, dass sie helfen will. Also ist der Gedankengang ein positiver. Ich mache das aus dem Willen heraus zu helfen. Nein, im Hintergrund denkt sie sich, oh mein Gott, ich werde die Sendezeit-Queen, weil alle werden mich dafür haten. Aber ich werde es so darstellen, dass ich was Gutes mache. Die Gruppe wird bestraft, aber ich mache was Gutes für die Haare von Georgina mit dem Luxusartikel. Und so weiter und so fort. Und da ist genau das Problem. Auch hier sagt sie, ja, ja, aber mein Gedankengang war ja was Positives. Was hat denn daran jetzt was Positives? Okay, Entschuldigung, mein Gedankengang war ja irgendwie nicht negativ. Also von daher ist alles in Ordnung. Und Mola sagt hier, es ist scheißegal, was dein Gedankengang war. Du hast hier jemanden verletzt. Denn klar, Kader nutzt das jetzt ja auch für die große Bühne. Aber merk, finde ich, auch, dass Kader schon so ein bisschen angepieselt ist, weil sie das mit der Binde droppen musste. Wir haben hier das Bindengate. Hundertprozentig, es tut mir leid, das war nicht meine Intention. Das glaube ich dir nicht, ich kaufe dir das nicht ab. Schau mir in die Augen. Also ich komme runter und sehe, wie du um die Hand die Toilette verwirkelst und einsteckst. Aber man redet über nicht die Binde. Ich dachte, du hast die Taschentücher eingesteckt. Wie, ja, aber auch wenn ich sehen würde, dass du Taschentücher versteckt hast, ich wäre nicht so ein Idiot und würde dich vor anderen so bloßstellen. Und das ist tatsächlich eine gute Frage. Würde sie oder würde sie nicht? Ich glaube nicht. Ich hatte kurz Zweifel, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil im Endeffekt ist jeder für seinen Vorteil und wenn man jemanden irgendwie bashen kann und das offensichtlich, dann macht man das. Aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, bei diesem Klopapier-Gate, dass dann eine Kader sagt, Julia, ich habe dich beobachtet, du hattest ja relativ viel Klopapier. Kannst du der Gruppe mal erläutern, warum du das hattest? Weil jetzt gibt es diese neue Regel ab jetzt, aber ich habe dich vorher schon beobachtet. Wusstest du davon? Hast du das gelagert? Gibt es von dir irgendwie ein Lager? Dann ist das wie bei Lost. Dann geht die ganze Gruppe zu dem Lager von Julia Siegel und das dann. Dann ist da alles versteckt. Ein paar Reiskörner, mehr Gewürzgurken, die Fahnen von David Ortega, Deutschland, Spanien, Kuscheltiere von Elenas Tochter. Eieiei. Sie hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, mich zu beobachten. Was kann ich ihr anhängen, damit sie rausgewählt wird? Du hättest zu mir kommen können und sagen können unter vier Augen, Kader, warum hast du das Taschentuch eingesteckt? Hätte ich gesagt, nein, Julia, das war meine dreckige Binde. Du hast mich gezwungen, über eine intime Angelegenheit zu sprechen. Das ist mir unangenehm. Und ich glaube, wenn sie das im Einzelgespräch gemacht hätten, ja, dann hätte das den gleichen Knall ergeben. So war es ein bisschen unangenehmer. Aber ich glaube und vermute, dass Kader Loth dann natürlich auch zu ihren engsten Vertrauten gegangen wäre. Und das sind 80% der Gruppe. Hätte gesagt, dann hat die mich angesprochen. Da musste ich dir sagen, dass ich da meine dreckige Binde. Was ist denn los mit der Frau? Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis gekommen. Und dann gibt es halt echt mal eine Ansage von Kader Loth. Und da
muss man ihr ein bisschen Props geben. Es ist natürlich jetzt unangenehm für Julia, das ist klar, aber die haut einfach raus und sagt, was sie denkt und das halt mitten in ihr Face. Falls sie das Gesicht sieht wegen den Wimpern und sie schaut ein bisschen nach vorne, aber unabhängig davon sagt sie es eben. Wir müssen dich ertragen, weil du jemand bist, die weder noch lacht, noch ehrlich ist und noch wirklich freundlich ist, die für ein Team, wirklich ein Team, ich sag mal, für einen Teamgeist, für unser Wohlbefinden sorgt. Du willst nur im Mittelpunkt stehen, das ist meine Meinung. Du willst alles, du bist die Herrscherin von Dschungelcamp. Und das sehen wir alle. Und damit stehst du dir selber im Weg. Und jetzt möchte ich dieses Gespräch beenden, weil wir werden in diesem Leben beide keine Freunde mehr. Okay, sie hat sich entschuldigt, die beiden werden offensichtlich keine Freunde mehr, hatten ja von Anfang an überhaupt keinen Vibe miteinander. Man hat schon gemerkt, dass die sich eher ein bisschen unsympathisch sind und dieses Thema wird jetzt weitergetragen und da braucht man einen Gigi, der irgendwo liegt und sagt, ich bin ein Schmetterling. Ein bisschen Ablenkung. Ich meine, wir sind alle hier, um auch mal ein bisschen Spaß zu haben und nicht ständig von irgendwelchen Mitstreitern auf unsere Fehler, was wir immer ständig Dauerfehler machen. Das ist sowas von unmenschlich. Wer kocht jetzt heute? Ich koche gerne mit dir. Gut, das ist geil. Oh, geil. Oh Mann, und da haben wir so ein bisschen Ablenkung. Jetzt geht's darum, wer kocht. Das ist wahrscheinlich der zweite große Gedanke, wenn es ums Essen geht. Und Elena und Mola schmunzeln und können hier nur den Kopf schütteln. Denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, natürlich ist das alles so ein bisschen komplett deppert. Und wenn du das nicht mit Humor siehst und jedes einzelne Wort so auf die Goldwaage legst, natürlich drehst du dann da irgendwann durch und bist der negativste Mensch der Erde. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und nicht ständig von irgendwelchen Mitstreitern auf unsere Fehler, was wir immer ständig Dauerfehler machen. Das ist sowas von unmenschlich. Mola? Ja? Und auch Elena, da muss ich jetzt sagen, das ist ja ein ernstes Problem, was gerade anspricht. Was haben wir denn gerade getan? Komm auf den Punkt, bitte. Ja, dass man dann gleich lacht und sagt, was koch mal. Also das ist ja schon was. Wer hat gerade gelacht? Wer hat denn gelacht? Also weißt du überhaupt, warum wir gelacht haben? Dann misch dich nicht ein, weil du kommst damit dann nicht mit Kritik klar. Ruhig, Hanka, das seid schon ein paar Mal so. Und da hat sie recht. Okay, wir haben ja die Elena von früher, von 0 auf 100 innerhalb von Millisekunden. Und ja, es ist doch gut, wenn da ja mal jemand lacht und dann nicht so bedrüppelt auf den Boden schaut. Hanka kommt mir immer so vor wie so die strengste Lehrerin, die du damals in der Schule hattest. Liebe Grüße, Frau Mandau oder wie die Frau hieß. Dass die dich so auf dem Kieker hat und immer versucht, von der Seite belehrend zu sein, das und das und bla bla bla. Und damit steht sich Hanka, glaube ich, am meisten im Weg. Ich befürchte, sie denkt sich, okay, das sagt sie ja sehr, sehr oft, dass sie in der Gruppe sich nicht so integrieren kann. Und jetzt hat sie gedacht, das ist der Moment. Jetzt kann sie hier sagen, wir haben hier betroffene Leute, wir haben hier Julia Siegel, Kader Loth, die sich seit 15 Stunden darüber auskotzt. Und jetzt möchte sie sagen, hey Leute, das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich finde es nicht gut, wenn jetzt irgendjemand hier ein bisschen Spaß reinbringt. Und warum ihr beide gelacht habt, wir haben nicht gelacht. Du weißt doch gar nicht, warum wir gelacht haben. War auch ein bisschen blöd an der Stelle. Aber zumindest möchte sie das auch unterbinden. Und das ist ja auch wieder zu 100% der falsche Weg. Und wenn jetzt jemand was gegen sie sagt, wird sie sagen, ich gehe, ich mag nie mehr. Die sind alle so asozial. Elena kommt hier natürlich so reingedonnert wie Thor. Und ja, damit muss man auch erstmal umgehen. Und ich glaube, Hanka wird das nicht schaffen. Ich glaube, ich auch nicht. Ich würde sagen, chill mal dein Leben, Bro. Sie sucht die Konflikte, aber man darf ihr nichts sagen. Sie provoziert, man darf nichts sagen. Und wenn jemand betroffen ist, in dem Fall zwei Personen. Du verarschen gerade? Was redest du? Abgesehen davon, es ging ja nicht mal um sie. Du greifst mich an und dann kann man dir aber nichts sagen. Geht's okay. Noch? Ja, ja, jetzt flüchte du. Flüchte. Nein, ich flüchte nicht, ich gehe. Ja, ja, dann geh, bitte geh. Du bist langweilig, du bist so langweilig. Das ist so peinlich, bitte was geh. Wir hier abziehen. Ja, bitte geh. Jo, aber wir sind hier im Dschungelcamp, das ist Trash-TV, das ist No-Brainer-Entertainment und das gehört eben zur Unterhaltung dazu. Ich verstehe zu 100%, warum man Hanka hier reingenommen hat, also aus Sicht der Produktion, denn natürlich weiß man, durch dieses Verhalten, die hat sich ja jetzt nicht komplett verändert, charakterlich klar, sie hat es ein bisschen geschafft, was 100% schön ist, ihre Zwänge und Sachen abzulegen, aber das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, ich kann das überhaupt nicht bewerten, aber was klar ist, dass sie natürlich immer noch das Gleiche mitbringt, was Gruppendynamik angeht, sie eckt halt an und das führt zu sowas und das ist genau das, was wir teilweise sehen wollen. Weil es ist immer das Gleiche, weil du bist die Arme. Komm bitte, hört auf damit. Diese Mitleid, ich kann das nicht mehr.
Und das ist halt auch so ein Punkt, das funktioniert nicht, wenn auf jeden Fall hier die Meinungen komplett geteilt sind. Denn wie gesagt, ich bin kein Fan von Hanka. Ich finde schon, dass sie sich immer versucht, in die Opferrolle zu bewegen. Dann sagt, oh mein Gott, die anderen sind alle komisch, die anderen sind alle blöd. Ich kann doch nichts dafür, ich bin smart und perfekt. Aber die anderen, die sind intellektuell gesehen hinten dran, wie sie es ja auch schon mal gesagt hatte. Also sie steht sich da leider im Weg und hat natürlich Angst um ihr Image. Das kommt auch noch dazu. Jetzt fragt man sich, was für ein Image. Also das ist mir zu asozial. Asozial. Die hält mir vor, ich würde sie angreifen. Also, Leute, es tut mir echt leid. Das sind schwachsinnige Menschen. Echt. Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe überhaupt keine Achtung mehr vor denen. Achtung, Achtung, Achtung. Und das freistehend schreit ja schon wieder nach einem kleinen Song. Und dann haben wir noch das mit schöne Grüße. Apropos schöne Grüße, das hat mir wirklich gestern unfassbar gefallen. Also wie gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich lade das hoch, bin dann froh, ich liebe das, was ich mache. Aber dann im, sagen wir mal, Minutentakt schöne Grüße zu bekommen in den Kommentaren, feiere ich. Ich bekomme immer eine Benachrichtigung, wenn ihr das schreibt. Und deswegen denke ich mir dann immer, Herzchen, schöne Grüße. Ich lieb's. Ist so gut? Ich habe ein bisschen alleine Zeit für euch gebraucht. Ich fand dich sexy, wo du geschrien hast. Was? Ich fand dich sexy, wo du geschrien hast. Gigi, der Frauenflüsterer. Er geht so hin, ey, ich fand das irgendwie erotisierend, als du so das Zepter in der Hand hattest. Und wir alle wissen, was ich mit Zepter hier gerade meine. Du bist sogar 5 cm gewachsen. Du hast gesagt, was alle denken. Fertig aus. Aber keiner macht den Mund gegenüber sie auf, weißt du? Ja, hast du aber. Aber die hatten bestimmt auch so nur solche Freunde, wo die nur Kommando hat. Ey, Julia. Guck mal, dein Problem ist, du guckst immer, was die anderen machen und willst immer deinen Senf. Lass mal die Leute machen. Er trifft genau den Ton und so, wie es ist. Er beschreibt Julia perfekt. Ich habe es vorhin sehr ähnlich gesagt und das stimmt. Sie gibt überall ihren Senf dazu, egal bei wem. Das fand ich interessant mit dieser Hanka-Situation. Sie möchte immer irgendwas sagen und das sind diese Leute, ich sag mal so, die ist kein Fun auf einer Party. Wenn du ein bisschen Alkohol in die Bowle reinschüttest, die non-alcoholic sein, dann wird die auch sagen, bitte hör auf damit. Apropos, die Nachtruhe kehrt ein, aber von wegen irgendwas mit Ruhe. Wir wissen ja, in der Nacht müssen 2 Leute auf das Lagerfeuer aufpassen und wenn du dann aufstehst als 3. Person und du möchtest auf Toilette, musst du eine 4. Person wach bekommen, die mit dir geht, dich begleitet. Da darf dann niemand von der Feuerstelle aufstehen, sonst wäre das Feuer allein bewacht. Gigi. Kinder wach. Ja, und das ist halt auch das Ding, das ist schon irgendwie unfair, keiner wollte jetzt irgendwie aufstehen. Stellen wir uns vor, Gigi wäre raufgegangen, hätte zu Erik gesagt, du Fisch, ich muss auf Toilette, kommst du mit? Hätte er gesagt, ja klar, lass doch einen rauchen. Und hier ist es halt so, die sind komplett im Schlaf versunken, ich hätte wahrscheinlich auch Nein gesagt, einfach weil ich so todesmüde wäre und todesfertig und meine Schicht vielleicht noch beginnt. Aber natürlich müsste dann theoretisch einer aufstehen. Jetzt ist es so, keiner steht auf und Julia Siegel geht mit, die aber eigentlich aufs Feuer aufpassen müsste, mit Sarah Knappig zusammen. Nachdem sie in alle Betten geschaut hatte und sich nicht getraut hat, dann bin ich mit ihr auf die Toilette gegangen. Anka, sag mal, geht's noch? Was denn? Wir müssen hier zu zweit sitzen. Das ist mir schon klar. Aber wenn Kino aufsteht... Und hier, ihr wisst, ich bewerte Situation nach Situation, kann ich Hanka schon verstehen. Wenn ich da bei 2, 3 Leuten irgendwie geklopft hätte, gesagt, ey, ich muss pinkeln, komm, steht mal auf, keiner macht das, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann sagen, okay, dann gehe ich halt alleine bzw. nehme Julia mit. Dass aber Sarah das jetzt natürlich auch nicht passt und ihre Gedanken sind natürlich, okay, wir verstoßen hier gegen die Regeln, ich darf hier nicht alleine sitzen, ist klar. Situation ist ein bisschen blöd, aber ich kann tatsächlich beide Seiten verstehen. Tja. Was soll ich machen? Mir verlaufende Kamera in die Hose machen? The Regals sind the Regals und ja, die sind gebrochen. Klär das morgen. Ich will jetzt meine Ruhe haben und die anderen auch. Ja, schön. Gut. Ich kann mir nicht in die Hose pinkeln. Dann quatsch mich jetzt auch nicht an. Ich muss auch pinkeln, Hanka. Du bist aber nicht der einzige Mensch hier im Dschungel. Halt, ich lass mich von dir in den Mund nicht verbieten. Klär das morgen und jetzt ja, ist Ruhe. Ja, Hanka. Mittelpunkt der Erde. Nee, ich lass mir von mir den Mund nicht verbieten. Du störst die an. Ja, du auch. Machen wir was gemeinsam. So geht das nicht. Und ich liebe wieder alles daran. Also, man merkt, die Zündschnur ist nicht nur so kurz, die ist so nach innen durchgebrannt. Da brauchst du wirklich so einen Schnips und das Ding explodiert hier. Also sehr, sehr unangenehm. Kommen wir endlich mal in dieser Folge. Was heißt endlich mal? Ich liebe es ja. Aber kommen wir zu den schönen Dingen im Leben. Gigi hat Geburtstag. Happy Birthday, lieber Gigi.
Dankeschön. Kriege ich vielleicht ein Geschenk und so? Wenn du jetzt was wünschen könntest. Oder soll ich mir ehrlich sein? Ja, ehrlich. Ein Bruder, das können wir dir alle nicht. Alles gut, immer alles gut. Schwierig. Gar kein Stress. Schwierig, schwierig, aber lasst am Abend mal eine Flasche Wein durchs Camp gehen. Dann schauen wir mal, wer die Kerze auf der Geburtstagstorte auspustet. Eieiei. Auf jeden Fall, Gigi hat Geburtstag. Happy Birthday, liebe Gigi. Happy Birthday to you. Dankeschön. So, dann ist die Amtszeit von Kadalot vorbei und sie darf eine neue Chefin bestimmen und es wird Trommelwirbel. Boom. Sarah, bist du fit genug? Wofür? Die neue Teamchef zu werden. Ich habe ein bisschen Angst davor. Warte mal, wenn ich das überlebt habe hier. Du hast dich nicht nur bemüht, du hast das toll gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, freut mich sehr. Freut mich sehr. Während also eine gewisse Art von Euphorie durchs Camp weht, kommt Hanka zurück und sie hat auch was zu sagen. Hanka, setz dich gerne hin. Ich habe kurz was zu sagen, ihr Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin ein Star. Nein, holt mich hier raus. Ernsthaft? Nein, Hanka, mach das nicht. Dann lass uns dich doch wählen. Das war der richtige Satz, der mir bestätigt. Jetzt verzichtet sie auf ihr Geld. Das Geld hätte ich ihr gerne gegönnt dann. Oh, und das war auch super spannend. Also Hanka, nach dem Satz von Sarah, lass uns dich doch rauswählen, sagt sie, ja, genau das, genau deswegen werde ich hier auch gehen. Aber da merkt man, das ist der falsche Stolz an der falschen Stelle. Sarah meint das so, das sagt sie auch direkt eine Sekunde später, naja, aber so kriegst du kein Geld. Das bedeutet, wenn es so stimmt, also so verstehe ich das gerade, wenn du freiwillig aufgibst, bekommst du dann kein Geld, also die Gage nicht. Oder irgendeine Prämie, dass du so lange durchgehalten hast. Zumindest irgendwas wird abgezogen, das bestätigt Hanka auch im Interview. Aber Hanka sieht das jetzt so, wenn sie rausgewählt werden würde, was tatsächlich passieren kann, wahrscheinlich nicht vor Julia, aber direkt danach, dass das ein würdeloser Abgang wäre. Ist das jetzt würdeloser als jetzt? Fragezeichen. Oh, endlich darf ich durch dieses Tor. Oh, Julia, du tust mir wirklich so leid, Mann. Du brauchst jetzt so viel Stärke. Probier es so lange, ich lass mich nicht raus, Mama. Ich probier's so lange. Und Sarahs Spruch hast du gehört. Warum hast du nicht gewartet, bis wir dich rauswählen? Ja klar, würdeloser Abgang. Ihr seid daran schuld, dass es ihr so ging. Ja, und das sind jetzt die Fingerzeiger. Ich hab gar keine Schuld. Sie hat gar keine Schuld. Es ist die Mobbergang. Und interessant, dass Julia hier das Wort Mobbing in den Mund nimmt, weil so fühlt sie sich tatsächlich, und ich schwör's euch, ich glaube, sie denkt tatsächlich, dass das draußen anders ankommt, als es gerade ankommt. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die sagen, okay, warum haut man die ganze Zeit auf sie drauf? Naja, weil sich sonst keiner so verhält. Und es sind teilweise Dinge, die sie macht, die mir auch unfassbar auf den Sack gehen würden. Das ist einfach so. Andere sagen jetzt natürlich, oh, sie ist super smart, denn sie spielt das Ganze, um einfach der Bösewicht der Staffel zu sein. Kann natürlich auch sein. Wie wir gehört haben, sie wird auch im Sommerhaus sein. Na, herzlichen Glückwunsch, was die Küchensituation angeht. Auf jeden Fall polarisiert sie und das ist im Trash-TV wahrscheinlich genauso wichtig wie die Jungs und Mädels, die einfach sympathisch ankommen. Und da haben wir sehr wenige von. Kann man einer Hand abzählen. Aber sie polarisiert. Muss man leider jetzt unterm Strich auch sagen, aber halt nicht positiv. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, voll cool, dass die so ist. Nee. 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 So Leute, dann kommen Sonja und Jan ins Camp und bestimmen, wer zur Dschungelprüfung antreten darf. Und diese Dschungelprüfung ist einfach nur legendär. Da vorne ist derjenige, der dem Fahrer erklären muss, der eine Binde hat um die Augen. Ja. Gigi, Wahrnehmung. Der da vorne sitzt, Gigi. Erklärt den Fahrer, der Lenker. Bitte, ich habe einmal... Du sagst immer, der vorne, wo, wer vorne? Und ich liebe alles daran. Das ist diese Auto-Challenge, wo einer am Steuer sitzt, der sieht nichts. Dann hast du einen, der beschreiben muss, aber nicht reden darf. Und dann hast du jemanden, der nichts hört, aber beschreiben muss. Irgendwie so. Es ist unfassbar lustig und ich freue mich, dass Gigi, Thorsten und Kadalot, das ist doch eine sensationelle Mischung und es wird geil. Gigi, guck mich an. Du tust so, als ob du nichts weißt, ey, und lässt mich hier rumalbern. Warum redest du Mann, denn? Gigi! Wo saßt du denn? Sag mal, wo Gigi du saßt. Gigi hat Geburtstag und weiß nichts heute mehr. Und warum sie sagen, wo saßt du denn schon mal? Denn er hat diese Dschungelprüfung schon mal gemacht und positiv absolviert. Hört, hört. Schnell, gerade. Stopp, bisschen. Ja. Ja? Nur kleines bisschen. Ja, genau. Immer dieser Tempo. Ist gut. Stopp, noch nicht bewegen. Ah!
Und da lag Gigi wieder. Es ist einfach sehr, sehr herrlich, sehr, sehr geil. Ich habe mich wirklich totgelacht. Also endlich mal eine Dschungelprüfung, die einen so ein bisschen wieder berührt. Die letzte, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Käfig unter Wasser und den Schlössern, das war das langweiligste Real Talk, was ich je gesehen habe. Das hier ist geil. Stopp! Und jetzt? Nimm doch! Was? Nimm den doch! Was denn? Nicht fahren, mach gar nichts. Chill einfach kurz. Chill einfach. Chill. Und jetzt versuch einzuschlagen. Schlag einen nach links. Schlag einen nach links. Schlag einen nach links. Warte. Schlag komplett einen nach links. Ja. Schlag komplett einen nach links. Und fahren. Yeah. Langsamer. Sehr, sehr okay, gut. Okay, und jetzt bisschen nach rechts wieder. Und sie machen das wirklich gut. Normalerweise, sobald irgendwo eine Kurve ist, fährt eine Person geradeaus. Dann müssen sie 80 Mal zurücksetzen und was auch immer. Aber Kader Loth hört hier auf die Kommandos. Gigi macht das gut. Thorsten sitzt da hinten wie die österreichische Breakdancerin oder wie auch immer. Und ja, trotzdem klappt es. Das Auto scheint kaputt zu sein. Ihr bleibt kurz so sitzen. Ich komme mal einen Schritt zu. Ihr seid nicht mehr weit von der Ziellinie entfernt und ihr habt ja rein theoretisch einen menschlichen Motor an Bord. Thorsten, du darfst jetzt aussteigen. Jetzt! Ja. Bei. Und dabei nach links. Dabei marsch nach links. Und so schaut's aus. Das Auto ist wirklich kaputt gegangen, was ja auch, glaube ich, noch nie passiert ist. Das gab's beim Dschungelcamp noch nie. Und ja, Thorsten muss es jetzt regeln und Thorsten regelt mit purer Muskelkraft. Genau. Dein Thorsten! Weiß ich nicht, ob es alles. 6, 7, 8. Ich dachte, wir haben höchstens 3 Sterne. Das ist doch eine super Leistung, Leute. Und was für ein Ding. 8 Sterne, herzlichen Glückwunsch dafür. Und nicht nur dazu, herzlichen Glückwunsch, Gigi. Gigi, war das eine schöne Geburtstagsüberraschung? Man kann auch was anderes machen, aber war okay. Ja, das war gerade so, was wir bereit hatten. Immer wenn du antrittst in dieser Prüfung, ob in Australien oder hier in Mpumalanga, geht's gut. Weißt du warum? Intelligentheit. Intelligentheit. Wer kennt es nicht? Intelligentheit, Freunde der Sonne. Deswegen ist die Schulheit und die Allgemeinheit das Wichtigste, was du irgendwie trainieren kannst. So, 8 Sterne haben sie abgerockt und dann sitzen sie nochmal zusammen und Thorsten Legert möchte hier in Form von Berlin 50, 6, 7, 12, Köln, Dings, das eine schauspielerische Darbietung abliefern. Und zwar, dass sie so tun, dass sie komplett versagt haben und streitend ins Camp hineinlaufen. Es wird großartig, kleiner Spoiler-Alert. Und dann erst sagen, dass sie 8 Sterne haben, um zu gucken, wie die Reaktion der Leute ist. Und here we go again. Warte. Kader. Ja? Du kannst mich mal so allmählich. Weißt du, was du hier verbockt hast, ey? Das ist eine Katastrophe mit dir. Oh. Hey, das ist mir scheißegal, also was finde, du machst. Auch du, Gigi. Du übertreibst gewaltig, Thorsten. Nee, weißt du, ich dachte, wir sind ein Team. Ja, alles klar. Was passiert? Gigi ist nur am Beleidigen. Ah, geh mal auf, sag doch hin, wie sehr du die liebst. Sag doch zu denen, du bist mein Sohn. Sag zu denen, du bist meine Tante. Dieses ganze Schwätzen. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Aber es gibt hier und da ein paar Kandidaten, die zweifeln an der Echtheit. Das ist schon sehr, sehr schlecht. Obwohl Gigi bringt das gar nicht so schlecht rüber. Kader Loth auch. Thorsten macht zu viel. Wir streiten uns den ganzen Weg hier. Warum? Weil er sagt, dass wir uns nicht angestrengt haben. Sie spielen. Was? Nee, das geht nicht, Bruder. Ja, weil du rechts-links-ständig dauernd verwechselt hast. Du hast mich völlig irritiert. Die verarschen uns. Ist das wirklich schönes Essen jetzt? Ja, die verarschen uns. Ja, und wie gesagt, Thorsten hatte einen Plan. Und nach der Auflösung schaut er genauestens in die Runde. Und was fällt ihm auf? Ja, kurzweilend mal rübergeblickt. Ja, zu Julia Siegel. Man sieht richtig, ja, die Feueraugen, ja, und hier oben die Hörner. Dann gibt es noch eine kleine Vorschau auf den nächsten Tag. Und ja, irgendwie, mir macht es Spaß, auf jeden Fall das Ganze zu schauen. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten rein. Aber schon ein kleiner Lutscher, muss ich sagen. So ein kleiner Pisser, ey. Jetzt verstehe ich, warum die ganzen Menschen den hassen. Wenn ihr alle weg seid, die werden mich nachts massakrieren. Das wird die Hölle. Julia, du bist ein Scheißdreck, bist du. Du bist das allerletzte. Ich war selten so unglücklich in einer Sendung wie hier. Und das war's. Nur das Beste für euch. Bis dann. Ciao.